Ein Leck in einer Pipeline hat eine Umweltkatastrophe ausgelöst. In Südkalifornien am Wochenende sind aus einer Pipeline, die zu einer Ölplattform vor der Küste des Orange County südlich von Los Angeles führt, Öl, Rohöl ausgetreten, und zwar eine Menge von 470.000 Litern. Das ist wirklich eine beachtliche Menge an des giftigen Rohöls, und es hat sich sofort ein devastierender Ölteppich gebildet in einem Ausmaß bereits von 33 Quadratkilometer. Es gibt herzzerreißende Szenen an den Stränden, denn viele Tiere sind bereits ölverschmiert verendet, darunter zahlreiche Fische wie auch Vögel, die ihre Nahrung aus dem Meer holen. Es sind teilweise schreckliche Bilder, die an die Katastrophe der Deepwater Horizon erinnern, jener Ölplattform im Golf von Mexiko, die den größten Ölunfall in der Geschichte der Menschheit ausgelöst hat. Im Orange County sind jetzt alle Hilfskräfte mobilisiert, um die Ölpest einzudämmen. Es wurden schwimmende Barrieren um den Ölteppich herum gelegt, allerdings bisher nicht mit hundertprozentigem Erfolg. Viel des Öls ist bereits angeschwemmt worden an die Strände. Dort kommt es jetzt zu Aufräumungsarbeiten, teilweise mit Händen, aber auch mit schwerem Gerät wie Bagger. Der ganze Fall wird jetzt untersucht. Die Frage ist, wie schnell die Pipeline eigentlich abgestellt worden ist, nachdem das Leck entdeckt wurde. Viele sagen, dass möglicherweise immer noch Öl austritt aus dieser Pipeline. Eine wirklich dramatische Situation. Die Bürgermeisterin von Huntington Beach, Kim Carr, hat gesagt, es könnte die größte Umweltkatastrophe in Südkalifornien werden der letzten Jahrzehnte.